und herzlich willkommen zu meinem Review oder Unboxing oder Test, nennt es wie ihr wollt, des Vapomats von Rear, einem Sterilisator für Babyflaschen, für Schnuller oder andere hygienische Dinge, die man eben mit Wasserdampf erhitzen und damit steril machen kann. Schauen wir uns erstmal die Box an. Hier steht eben drauf, was alles drin ist. Das Gerät, ein Einsatz, ein Korb, eine praktische Zange und was man sonst alles noch braucht. Hier haben wir sehr viele Sprachen und sehr viel Text. Wenn ihr das lesen wollt, klickt jetzt auf Pause. Jetzt habe ich es scharf gestellt. Wir überspringen das aber hier mal kurz und schauen uns hier noch an. Jo, die andere Seite des Kartons. Nicht so spannend. Viel spannender ist es doch, was ist in dem ganzen Karton jetzt auch wirklich drin. Dafür packen wir das gute Stück mal aus und schauen einfach, was außer Plastikfolie noch so in diesem Karton ist. Da haben wir einmal den Einsatz, auf den die Flaschen kommen. Die eben schon erwähnte Zange liegt natürlich auch mit bei. Ja, ein Stück Pappe, wofür auch immer das gut ist. Hier das Gerät selbst, beziehungsweise die Basis des Gerätes. Und hier noch so den Deckel für oben drauf und den kleinen Balkon, den wir noch auf den Flaschenhalter bauen. Mit dabei ist natürlich auch noch eine Betriebsanleitung. Und dann wollen wir mal sehen, wie diese ganzen Teile zusammengehören, beziehungsweise wagen uns auch schon mal so langsam an den Aufbau. Da holen wir erstmal hier die Unterseite raus und da kommen eben die Flaschen drauf, die steckt man darauf. Das gehört logischerweise hier unten in den Korb rein, in die Basis des Geräts. Bringt uns nun zum angesprochenen Balkon, wie ich es eben genannt habe. Das ist eben dazu da, um, was weiß ich, Schnuller, Flaschenaufsätze, Nookies, irgendwas eben drauf zu stecken. Was ich mich frage, ist, warum dieser Bereich so weit leer ist. Vielleicht für die Größe der Flaschen, vielleicht müsste das Gerät dann einfach ein bisschen größer sein. Jedenfalls hätte ich mir da ein bisschen mehr Platz gewünscht. So, und dann natürlich noch der Deckel, der oben drauf kommt, damit das Ganze auch schön steril und in sich geschlossen bleibt. Und das war auch schon der Aufbau. Denkbar einfach, wenige Teile, das macht Spaß und ist wirklich kinderleicht. Da braucht man auch gar nicht die Anleitung, die dabei ist, denn es ist eigentlich relativ einfach. 75 ml Wasser rein, alle Einsätze rein, die Flaschen rein, die Deckel drauf und dann eben hier unten die Taste runterdrücken. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ansonsten, die Anleitung ist relativ unübersichtlich. Deswegen fangen wir einfach mal hier mit dem Wesentlichen an. Wir testen das Ganze mal. Dafür machen wir hier das Kabel auseinander und stecken es ein. Und was uns jetzt auffällt, ist, das Licht leuchtet schon. Wir bekommen den Schalter nicht ausgeschaltet. Ja, das heißt, sobald man den Stecker in die Steckdose macht, geht halt eben das Gerät auch schon an. Deswegen machen wir jetzt mal schnell das Wasser rein, damit sich da nichts festbrennt unten, denn das Gerät erhitzt natürlich, denn sonst kann ja auch nichts verdampfen. Und bauen das Ganze mal wieder zusammen. Den Balkon habe ich jetzt schon drauf gesteckt, der Deckel kommt drauf und dann heißt es eigentlich nur noch abwarten. Rund 10 Minuten dauert das Ganze und wir sehen, hier sammelt sich schon so langsam der Dampf. Das habe ich dann mal ein bisschen zusammengerafft, diese Zeit, die das Ganze braucht. Ja, nach 10 Minuten ist das Ganze steril, 75 ml Wasser kommen da rein. Wenn man mehr nimmt, dauert das Ganze länger, bringt aber nicht wirklich was. Und was auch nicht wirklich was bringt, dieser Schalter, wir sehen es gleich nochmal, ich habe es noch in anderen Takes probiert, es lässt sich einfach nicht an- und ausschalten damit, beziehungsweise das Anschalten übernimmt einfach der Stecker, den man in die Steckdose steckt. Das ist sicherlich so nicht im Sinne des Erfinders, stört jetzt aber nur bedingt. Es wäre trotzdem schön, wenn man das irgendwie beheben könnte, vielleicht muss man das mal aufschrauben. Ja, derweil dampft und vaporisiert das Gerät hier fleißig den Inhalt, sodass wir das Ganze jetzt auch mal ein bisschen strecken werden und es tropft und dampft. Klar, das Wasser kann nicht raus und deswegen sammelt sich hier was. Wie gesagt, in gut 10 Minuten ist es fertig. Jetzt haben wir noch nichts drin, ja, noch keine Sachen, die gereinigt und sterilisiert werden sollen, denn vor dem ersten Durchgang muss das Ganze einmal laufen. Das ist übrigens ein Punkt, der mir in der Betriebsanleitung so ein bisschen fehlt, ja. Das ist alles sehr unübersichtlich, ihr habt es vielleicht am Anfang gesehen, keine Kapitel, keine Stichpunkte, um zu sehen, was man vor der ersten Benutzung macht, muss man schon ein bisschen suchen, hätte man sicherlich geschickter oder eleganter lösen können.
Ist jetzt allerdings auch kein Weltuntergang. Man muss dazu sagen, das Gerät ist relativ günstig. Ich habe euch einen Link dazu in die Beschreibung gepackt. Es kostet, glaube ich, um die 29 Euro bei den gängigen Portalen. Und hier sehen wir, anschalten konnte ich es im zweiten Take, aber das Ausschalten funktionierte nicht mehr. Also, wie gesagt, der Schalter macht ein bisschen Probleme. Ein bisschen problematisch ist natürlich auch, dass sich hier relativ viel Wasser drin sammelt. Das ist gefährlich, denn das Ganze, die Unterseite, die Heizplatte kann anfangen zu rosten oder zu verkalken. Hier sehen wir jetzt auch das Plastik, das kann zu unschönen Rückständen führen. Eventuell auch, dass das Sterilisieren dann gar nicht mehr funktioniert, könnte ich mir vorstellen, wenn das Ganze rostet. Daher muss man wirklich, so praktisch das Gerät auch gegenüber einem Auskochen ist, muss man nach jedem Durchgang am besten einfach das Wasser auskippen und das Gerät einmal mit einem Handtuch durchwischen. Ja, ansonsten kann ich nur gute Worte für das Gerät finden. Es tut wirklich, was es soll. Es hat jetzt keine besonderen Funktionen oder ähnliches, aber um eben schnell mal in 10 Minuten ganz einfach hier Flaschen oder ähnliches zu sterilisieren, kann ich es, zumal der Preis sehr günstig ist, dann doch ans Herz legen. Für knapp 30 Euro bekommt ihr hier ein Gerät, was wirklich den Alltag, vor allem mit Baby oder kleinen Kindern, ungemein erleichtert.